Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, weil heute habe ich hier vor mir liegen die Tripod Stormbox Pro. Jetzt kriegen auch schon die Bluetooth-Lautsprecher den Zusatz Pro. Ich bin gespannt, was sich hier in der Verpackung alles verbirgt und wie sich der Lautsprecher in meinem ersten Test so schlägt. Vielen Dank an Tripod Deutschland für die Unterstützung und das Zusenden des Lautsprechers Stormbox Pro. Jetzt geht's los. Nach dem Intro viel Spaß. Die Verpackung ist dann doch etwas größer als die älteren Stormbox oder auch anderen Lautsprecher von Tripod. Hier nochmal das Tripod-Logo Stormbox Pro. Hier ist sie schon abgebildet. Schöne große Tasten, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Der Sound soll richtig gut sein. Wir machen natürlich einen Test und schauen, was hier noch so alles gibt. Ihr habt hier IP67-Zertifizierung, könnt den Lautsprecher natürlich unter Wasser tauchen. Bluetooth 5.0, ihr könnt auch hier Stereo-Party-Modus machen. Da müssen wir mal schauen, was das Ganze ist. Ich vermute, ihr könnt natürlich zwei Lautsprecher koppeln miteinander. Superior-Sound, davon gehe ich jetzt mal aus. Long Battery Life und hier Qualcomm aptX-Unterstützung. Ja, sonst, wie ihr seht, sehen wir nichts. Hier oben ein Siegel. Ich packe das Ding hier jetzt einfach mal quick and dirty aus und wir hören uns den Sound an. Da bin ich wirklich gespannt, was mich da oder was uns da erwartet. Wir ziehen die Packung jetzt mal auf. Die ist doch richtig groß, die Packung. Also ich bin wirklich überrascht, wenn ich den Lautsprecher hier auf der Verpackung gesehen habe, wie groß doch die Verpackung selbst ist. Tripod Stormbox Pro hier nochmal abgebildet, Portable Wireless Speaker BTS 31, Benutzerhandbuch auf, ja, mit vielen Sprachen, da schaue ich jetzt nicht rein. Dann eine Dankeskarte hier von Tripod, sehr, sehr gerne. Ich muss mich bedanken. Vielen Dank für die Unterstützung an Tripod. Hier haben wir ein Ladekabel. Wir haben USB-C. Jawohl, das ist sehr, sehr gut. Und auch hier natürlich auch USB-A. Und ich vermute mal, es gibt keinen Netzstecker. Aber da könnt ihr jeden handelsüblichen Stromstecker benutzen, den ihr so von den Handy-Ladekabel oder so weiter übrig habt. Ja, das ist hier Kunststoff. Schmeißen wir mal auf Seite. Dann der eigentliche Lautsprecher lege ich nochmal erst rüber und das war's. Also die Verpackung ist doch größer, als sie hätte sein müssen, aber vielleicht wollte da Tripod auf Nummer sicher gehen und die Erschütterungen dann auch hier so gering wie möglich halten beim Transport. Nochmal in einer Plastiktüte eingepackt, da ziehen wir doch mal dran und holen den Lautsprecher mal raus und dann schauen wir uns den doch mal genauer an. Der ist hier vom ersten, ja, Geruch, wow. Also riecht doch noch sehr nach Produktion, nach Kunststoff, aber der erste Eindruck ist eine saubere Verarbeitung, eine wirklich hochwertige, saubere Verarbeitung. Das kann man gar nicht anders sagen. Hier oben ist Gummi bei der Bedienfläche. Ihr habt hier halt Plus, Minus. Hier könnt ihr Pause und wieder Play machen. Hier habt ihr das Bluetooth-Zeichen, das Power-Zeichen. Hier habt ihr eine Akku-Standanzeige. Ich blende euch die Stärke des Akkus hier oben nochmal ein. Und auch die X-Bus-Taste. Da könnt ihr nochmal richtig Bass dazu einschalten. Das hier ist so ein Gewebe, ein Mesh-Gewebe. Hier unten nochmal das Tripod-Logo, auch sehr schön gemacht. Es ist nicht nur drauf gedruckt, es ist wirklich eingelassen. Kommt wirklich sehr, sehr gut rüber. Ein Tragegriff aus Vollgummi. Die fühlt sich auch sehr gut an. Und auch da hat man ja natürlich immer nasse Hände. Und da ist natürlich Leder irgendwas Schöneres. Aber ich würde sagen, mit nassen Händen ist eine Auswahl des Materials von Gummi doch wirklich die bessere. Hier auch nochmal, wie gesagt, Tripod auf der Seite stehen. Also der Lautsprecher selbst gefällt mir jetzt vom ersten Eindruck richtig gut. Wir haben unten, ihr seht es, Gummifüße. Da bewegt sich gar nichts. Ich bin mal gespannt, ob der Lautsprecher bei, ja, basslastigen Audio dann hin und her hupst. Das hatten wir ja beim JBL Go 3 Lautsprecher. Hier gibt es noch eine Klappe auf der Seite. Ja, die kann man aufmachen. Da habt ihr einmal den USB-C-Ladeport und nebendran habt ihr einen
USB-A Output. Da könnt ihr das gleiche Kabel verwenden, um zum Beispiel mit dem eingebauten Akku euer Smartphone aufzuladen mit 5 Volt 1 Ampere. Das reicht auf jeden Fall mal, um zwischenzuladen. Und die Klappe müsst ihr aber schauen, dass ihr die wieder schön danach dann richtig dicht macht, dass natürlich auch hier keine Feuchtigkeit eindringen kann. Sehen wir noch irgendwas auf der Unterseite? Ja, ich sehe hier 5000 mAh stark ist der Akku und der kann dann mit 10 Watt 5 Volt 2 Ampere geladen werden und wie gesagt Output 5 Volt 1 Ampere. Ja, und ich würde sagen, ich hole ein Smartphone bei. Wir schalten den Lautsprecher jetzt mal an. Ein neuer Sound hat hier Tribit. Und ich hole hier das Samsung Galaxy A52 bei und dann schauen wir doch mal, was wir hier dann erkennen können. Verbinden das Ganze mal mit Bluetooth. Da müssen wir mal schauen, was verfügbar ist. Und jetzt hier verfügbar die Tribit Stormbox Pro. Jetzt können wir hier die Tribit Stormbox Pro koppeln und ihr seht hier, Tribit Stormbox Pro für Anrufe und Audiowiedergabe freigeschaltet, verbunden, 70% Akkulaufzeit verbleibend und ihr könnt hier natürlich wie üblich die Anrufe, mache ich immer, ausschalten, aber ihr könnt auch über die Tribit Stormbox natürlich telefonieren. Aber ich möchte jetzt Musik hören und ich bin wirklich sehr gespannt, was das Teil hergibt. Und wir fangen natürlich jetzt an und schauen oder hören besser gesagt über das Mikrofon. Natürlich, damit müsst ihr natürlich rechnen, an mit ein paar Abstriche rechnen. Aber jetzt geht's los, hauen wir mal den Bass rein. Bisschen komisch ist, dass weiterhin die Bluetooth-Taste blinkt. Machen wir mal ein bisschen lauter. Extra Bass. In der Mitte ist dann Pause, das habe ich ja schon erwähnt, und ein kleines Zwischenfazit, er wird verdammt laut. Aber bei 100% verzerrt es doch schon so ein klein wenig, da ist dann doch der Bass übertrünnig, sage ich mal. Die X-Bass-Taste, die tut ihr Übriges, da muss man natürlich entscheiden, ob man die dann rausnimmt, wenn man den Lautsprecher ganz laut machen möchte. Hören wir noch ein bisschen weiter und dann bekommt ihr mein Endfazit. Yeah. Look, my fear.
Ja, und was bleibt mir anderes zu sagen, als ich bin begeistert. Für einen Preis von ca. 100 Euro hängt hier Tripit die Messlatte ganz schön hoch. Also das Teil hat einen Wumms, das ist Wahnsinn. Er wird richtig, richtig laut und wie erwähnt, dann aber lieber ohne die X-Bass-Taste zu verwenden. Der Riesenakku dürfte doch relativ lang halten. Wenn ich bis zur Veröffentlichung des Videos da mehr Daten habe, blende ich euch hier unten natürlich die Laufzeit ein. Und ich würde sagen, das soll es jetzt aber für dieses Video gewesen sein. Zu dem Tripit Stormbox Pro. Vielen Dank nochmal an Tripit Deutschland, die mich mit diesem Teil ausgestattet haben. Ich werde das testen und euch auf Social Media zum Beispiel auch noch weitere Infos zu diesem Lautsprecher geben. Folgt doch gerne mal hier, ich blende euch hier was ein. Da freue ich mich doch immer wieder drüber. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.